Und damit willkommen zurück zu Variolent 3. Ich habe in den letzten Folgen gemerkt, beziehungsweise erst nach der Aufnahme der letzten Folgen, dass der Ton etwas leise war oder meine Stimme genauso laut wie der Ingame-Sound. Ich hoffe, ich habe das jetzt hiermit gefixt. Ansonsten dürft ihr mir gerne Kommentare ohne Ende schreiben, indem ihr mich als Noob in Sachen Videobearbeitung beschimpft. Das ist erlaubt, nichts anderes. Keine anderen Beleidigungen, okay? Ja, und dann sieht man jetzt ja auch, wenn man lang genug wartet, welches Power-Up man als letztes bekommen hat. Das ist uns aber jetzt herzlich egal. Wir starten rein und es ist schon ein bisschen länger her. Was muss ich überhaupt machen? Ach ja, ich erinnere mich. Ich habe mich letztes Mal so geärgert, dass ich The Big Bridge machen muss. Und da nicht alle Coins einsammeln kann, alle Musiknoten. Genau. Ja, wir holen uns als erstes hier oben den Schlüssel. Und das können wir jetzt, da wir das hier kaputt machen können, kaputt rammen können. Na komm her. Danke. So, und du auch. Ich bin dann mal weg. Hol mir den blauen Schlüssel. Ramm die brüchigen Blöcke kaputt. Und dann geht's ins kühle Nass. Hier rein. So, hier runter. Warten. Die Luft lassen gehen. Wow, war das knapp. So, hier die Luftbläschen blasen lassen. Ich hoffe, das hat jetzt keiner missverstanden, ne? Hier soll alles jugendfrei sein und so weiter, ne? Okay, dann geht's hier hoch, weil wir können ja nicht gegen die Strömung anschwimmen. Aber wir können das hier kaputt machen. Ich glaube, jetzt habe ich zu viel kaputt gemacht. Na egal, muss ich halt springen. So, da das Bläschen vorbei, fliegen lassen. So, mal sehen, wer schneller ist, der Fisch oder ich. Oh, ich habe es sogar geschafft. Der Fisch ist nicht hinterhergekommen. Unglaublich. So, da geht's wieder hoch. Die lustigen Black Männer kennen wir ja schon. Und jetzt muss ich springen und gleichzeitig geduckt halten. Geschafft? Es ging schnell. Dabei habe ich, wo ich das erste Mal das gespielt habe, ziemlich lang gebraucht. Das ist die blaue Schatztruhe. Darin haben wir eine Laterne, soll das sein. Wir haben alle Schatztruhen hier geöffnet, leider nicht alles gefunden. In die Laterne kommt das Feuer, das wir gefunden haben. Die Laterne fliegt wie ein UFO den Berg hoch. Und damit zeigt sich, dass der Berg in Wirklichkeit ein Schloss war. Nämlich das Schloss der Illusionen. Und da gehen wir auch nächstes Mal. Naja, nächstes Mal. Jetzt gehen wir da rein. Das Schloss der Illusionen mit sehr vielen Zombies. Und wenn man das nicht gesehen hat, hier ist ein Block im Hintergrund. Na super. Zum Glück stehen hier überall Kerzen rum, die uns wieder normalisieren. So, weg mit dir. Ich habe jetzt einen Schalter aktiviert, dadurch geht der Block raus. Und ja, wir können hier auf die nächste Ebene. So, hier rein, weil wir müssen den Schalter wieder deaktivieren. Darauf muss man auch erstmal kommen. Allerdings ist es doch recht offensichtlich, finde ich. So, weg mit dir. Schalter deaktiviert. Dadurch sind die nächsten Blöcke rausgegangen. Hier sollte man warten, weil der Zombie nämlich da oben rauskommt. Kann ich ja gleich wieder zeigen. So, also nochmal. Da unten hat man vielleicht schon was Rosanes gesehen, was darauf hindeutet, dass da die Schatztruhe ist. Ach, dich brauche ich nicht mehr. Also weg mit dir. Und jetzt aber warten, weil sonst wird man nämlich vom Zombie runter. Was zum? Ich drück doch die Springtaste. Wieso will der mich so verarschen?
Ups, oh, jetzt kommt bestimmt eine Einblendung. 5 Stunden später. Und da springe ich wieder dann. Und so weiter. Ach, egal. Jetzt werde ich eine Einblendung reinschneiden. 5 Stunden später. Und ja, zeige dann, wie ich da immer noch rumfehle. Runter. Was zum... Ich drück doch die Springtaste. Jetzt werde ich eine Einblendung reinschneiden, 5 Stunden später und ja, zeige dann, wie ich da immer noch rumfehle. So, jetzt habe ich es geschafft. Mal sehen, ob ich da oben genauso rumfehle. Hier ist es ganz interessant. Hier haben wir einen, das war jetzt unten die grüne Schatztruhe und oben haben wir... Oben haben wir... Nichts. Das werden wir noch öfter sehen, dass wir oben nichts haben. So, hier hoch. Und den Schalter wieder deaktivieren. Da ist das gleiche in blau, weil es eine blaue Schatztruhe da steht. So, hier duckt man sich immer am besten auf diesen... Oh, auf diesen Halbsteinen, sag ich jetzt mal. Und wir haben den grauen Schlüssel. Party, Party. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kommen wir hier hoch? Und vor allem, was hat der Ofen damit zu tun? Ein Fall fürs Galileo Mystery Team. Nein, natürlich nicht. Wir können das hier kaputt machen. Darauf muss man auch erst kommen. Aber wirklich. Also, ich habe da ziemlich lang gebraucht, bis ich da drauf gekommen bin. Aber naja, ich bin letztendlich doch drauf gekommen. So, rüber mit dir. Danke. Und der Ofen explodiert in einige Sternchen. Was bekommen wir wohl hier? Ich weiß es schon, ihr nicht. Wir bekommen... Eine neue stylische Hose in Rot. Natürlich ein Power-Up. Dieses Power-Up erlaubt uns, große Gegner... Nein, erstmal Erdbeben und dann große Gegner einfach so zu zerstören. Und wir können natürlich jetzt mit dieser Erdbeben-Attacke auch die soliden Blöcke zerstören. Das können wir einsetzen in den See-Schildkrötenfelsen im westlichen Krater. In den... Ach ja, genau, da muss ich hin. In den Wüstenruinen und in der friedlichen Stadt. In der friedlichen Stadt bedeutet das, dass wir da alle Schatztruhen geöffnet haben. Jetzt kann ich zu The Big Bridge und mir alle Münzen holen. Die erste Münze befindet sich genau hier hinter. So, wieder rausgehen, damit die Kiste neu erstellt wird. Ich glaube, ich probiere es jetzt einfach mal so. Natürlich klappt das nicht. Dann werde ich noch den Rest einfach wegräumen. So, einmal. Zweimal. Und jetzt kann ich sie mir holen. Durch das Erdbeben können wir aber noch viel lustigere Sachen machen, als nur Gegner umwerfen. Wir können, das sage ich gleich. Wir können die Spinnen runterholen. Dadurch fahren sie wieder hoch und schauen ganz hilflos, dass wir da oben stehen. Und tschüss. Im Übrigen fliegen sie nicht unendlich tief, also klar, bis sie auf den Boden knallen. Aber ich meine, dass sie nur so tief, also sie fallen auf jeden Fall nur eine kurze Distanz runter. So, hier über die Brücke. Ich glaube, ich hätte... Ja, genau, ich hätte das fast gebraucht. Also zurück, zurück. Ich glaube, rollen geht schneller, aber ich lasse es in dem Fall mal. Und das Fass geholt. Super. Ja, man kann das Fass, wie man gesehen hat, nicht ablegen. Und jetzt munter über die Fischis springen, die Springfischis. Und erstmal hier munter die Blöcke zerstören. Yay! Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob hier überhaupt eine Münze noch ist.
Zur Sicherheit gehe ich trotzdem rein. So. Ach. Hopp. Weg mit dir. Und wie es aussieht, habe ich ganz umsonst den Weg hierher gemacht. Gab nur ein paar Münzen. Ich finde, zu den 100% zählt nicht unbedingt, dass ich alle Minigame-Clears aufmache. Und runter und hier rein. So, dich töte ich mal halb. Du wirst ja wieder auferstehen. Auf wundersame Weise. Nein, 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 nein. Den töten wir nicht. So, auf dich gehe ich drauf. Damit fahre ich nämlich hier hoch. Und kann mir die Münze holen, die ich vorher nicht holen konnte. Okay, das geht nicht. Aber egal. Naja, bei irgendeinem Level konnte man auch das zerstören noch. Also, da wo man vorher nicht durchgekonnt. Nicht durchgekonnt hat, ne? Genau. Ich glaube, das war bei den Wüstenruinen, also Desert Ruins. Okay, alles zerstört. So, also hier hoch. Der fährt seine Stacheln aus, aber ganz umsonst, wie man sieht. So, hier runter. Hier rein. Da sehen wir auch schon die nächste Münze. Weg mit dir. Weg mit dir. Na, dich brauche ich. Wir erinnern uns. Vor ein paar Folgen habe ich den vollkommen... habe ich ihn vollkommen... keine Ahnung, was ich sagen wollte. Ist ja auch egal, warte mal. Ich glaube, hier konnte ich auch rein, ne? Ah ne, da konnte ich von der anderen Seite rein. Wie dumm von mir. Habe ich ihn vollkommen getötet, sagen wir es so. So, nächster Schlüssel. Schauen wir mal, uns fehlt noch der blaue. Wieso habe ich denn eigentlich nicht geholt? Als ich schon da drüben war. Oder habe ich den geholt? Kann mich gerade überhaupt nicht erinnern. Ich glaube, ich habe ihn nicht geholt. Was ziemlich dämlich von mir war. Hey, jetzt darf ich den ganzen Weg nochmal laufen. Juhei! So. Natürlich komme ich da nicht hoch. Wäre ja auch zu schön gewesen. Und ich darf den ganzen Weg zurückschwimmen. Hier komme ich aber hoch. Ja komm, trefft mich. Vielen Dank. Und hier hoch. Und hier rein. Den blauen Schlüssel geholt. Ja, wieso habe ich den eigentlich nicht geholt? Ich meine, 100% habe ich ja gesagt, da hole ich in jedem Level alle 4 Schlüssel und alle 8 Münzen. Nein, 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 du wartest erst einmal, bis der gespuckt hat. Und ich liebe es, wie ich meine Sätze lang ziehe, weil mir nicht rechtzeitig einfällt, wie ich sie weiterführen soll. Hier brauchen wir wieder eine Luftblase, um uns hier durchzubringen. So, perfekt, perfekt, was will man mehr? So, hier rein, da warten. Hier durch. Diesmal werde ich nicht die ganzen Blöcke zerstören. Warum? Das werdet ihr gleich sehen. Okay, der untere ist weg. Das heißt, ich kann unten schwimmen. Und es ist schon längst kein Thema mehr, weil ich schon längst vorbei bin. Aber ich sag's trotzdem, weil ich so langsam im Denken bin, wenn ich Let's Playe. So langsam. Hier kann man nämlich die Wand kaputt machen. Ich glaube, weiter oben ging's genau. So. Ey, das ging schnell. Und warum ich nichts zerstört habe? Weil wenn ich runterfall, dann kann ich wieder hochgehen. Das ist der einfachste Grund. So. Wir haben es geschafft. Allerdings freut sich Wario nicht, weil keine neue Schatztruhe geöffnet wurde. Allerdings haben wir alle 8 Münzen, das heißt, wir kriegen ein neues Feld. Juchhey! Jetzt ist die Frage, wohin konnte ich nochmal? Also ich konnte dahin, dahin muss ich auch. Zum westlichen, genau.
Dahin muss ich und dann gehe ich zuerst zur friedlichen Stadt. Ja, am Tag sind auch keine Zombies, also dementsprechend ist das recht gut. Wenn sich jetzt jemand fragt, wie komme ich an die eine Münze ran, die ich im, soweit ich weiß, ersten Teil gezeigt habe, die da unten ist, wo man eigentlich nur als Zombie durchfallen kann. Ganz einfach. Man kann nämlich als Zwiebel-Mario, also nachdem ich hier meine delikate Zwiebel verspeist habe und dementsprechend etwas besser rammen kann, kann ich mich durch das etwas festere Gestein rammen. So, jetzt muss ich gerade überlegen. Genau, gehe ich erst oben rum. So, du bist weg. So, dann hier rein. Damit hole ich mir diese eine Münze. Na komm hier. Ich möchte, dass du... Genau, so ist es fein. Eins, zwei. Die ganzen Donut-Dinger weg. Zwei, eins, zwei. Und sogar noch runtergeschafft. Im fetten Zustand. Allerdings kann ich ja jetzt auch Erdbeben machen, ohne dass ich fett bin. Dementsprechend ist der Fettzustand nicht ganz so nützlich mehr wie vorher. Nichtsdestotrotz kann ich ihn noch des Öfteren einsetzen. Und hier brauche ich auch, muss ich auch nochmal fett sein, um mit mir den Schlüssel zu holen. Volle Kanne gegen die Mauer gehauen. Das ist schön. Hier war, glaube ich, genau, hier war nur das Ziel. So, dann war es das hier jetzt erst einmal. Da war ich gerade drin. Da müsste ich noch rein. Ich glaube, das war's. Mehr kann ich jetzt im Moment nicht holen. So, dann kommst du jetzt mal hier runter oder hoch. Ist ja auch wurscht. So, dann warte ich jetzt erstmal, bis die Musik ausgespielt hat, damit ich wieder normal werde. Und dann hole ich mir... Ach, genau, ich weiß, was hier drin war. Oh, hier war was sehr Nützliches drin. So, hier rüber. Ich weiß wieder, was in der Schatztruhe drin war. Juchhey! Wer sich noch an den Frosch erinnert, da ging ja absolut nichts. Jetzt geht's durch. Dadurch, dass wir Erdbeben machen, hüpft er weiter auf der Leiter hoch. Und jetzt kommt das lustige Raten. In welche Röhre kann man... Ich weiß es selbst nicht mehr so genau. Ich glaube, die vorletzte. Also, erstmal Münze holen und... Hey, ich bin gut. Den Freund, den kennen wir doch schon. Wir holen uns hier die Münze. Ich bin mir gar nicht sicher, wo ich lande. Wenn der mich erwischt... Na gut, ich finde es jetzt raus. Ich glaube, außerhalb vom Haus oder so. Nein? Oh, das ist ja cool. Danke. Mario wird hier erst einmal die ganzen Rohre kaputt machen, so wie er immer alles kaputt macht. So. Oh, ganz wertvoll. Oder ich bin mir gar nicht sicher, ob es wirklich wertvoll ist. Hier kriegen wir unseren blauen Schlüssel, den wir brauchen, den wir hier einsetzen können. Allerdings werde ich das noch nicht machen. Tja, mein Freund, da schaust du. Haha. Man sieht, man kann ihn immer noch nicht töten. Ich werde jetzt erst einmal hier etwas für Unordnung sorgen. So. Hier schlagen wir uns mal ein bisschen durch das Felsmassiv der Stadt. Sehr, sehr schön. Hui. Oh, es ging nicht weiter. Ja, dann müssen wir hier lang. Auch kein Problem. Wir bekommen hier unsere Münze. Hier geht's weiter. Hier auch. Hier geht's immer noch weiter. Und hier kommen wir wieder raus. Ein anderer Grund, warum ich hier rein bin, ist... Hier ist eine Tür. Eine sehr ominöse Tür. Damit kommen wir auch in das Haus, das eigentlich nur in der Nacht offen ist. Das ist auch sehr wichtig, weil hier drinnen versteckt sich, soweit ich weiß, noch eine andere Münze. Okay, war nix. Die Dinger konnten wir aber vom Fundament zerstören. Und ja, Münze einsammeln.
kleinen Hilfsaktion, gleich hier unsichtbar werden. Sind hier jetzt eigentlich die Lampen an oder nicht? Oh, die Lampen sind sogar... Na, die Lampen sind nicht aus. So, aber hier ist helles Wasser. Hier kriegen wir den Schlüssel, den wir schon so lange suchen. Und ja, sage ich doch, hier war eine Münze. Haben wir jetzt denn schon... Ja, wir haben alle 8 Münzen. Sehr, sehr... Wir haben alle 8 Schlüssel. Sehr, sehr schön. Das heißt, wir dürfen uns jetzt wieder zurückbegeben. Dich töte ich mal. Einfach so. Wenn ich rausgehe, werde ich sichtbar. Cool. Bringen tut es mir natürlich absolut nichts. Der Roboter sieht mich immer noch. Und wenn ich angezündet bin, werde ich sichtbar. Es war eine Demonstration, also es war vollkommen beabsichtigt. Ich mache doch nie Unbeabsichtigtes. Und man sieht, der Kringel verbrennt nicht. Nein, er prallt nur an uns ab. Okay, dann geht es jetzt raus aus der Stadt. Hui. Das heißt raus aus der Stadt, rein in die Kanalisation oder so. Oder ins Versorgungsnetz. Auf geht's ins Versorgungsnetz. Yay. Friede, Freude, Eierkuchen. Naja, Friede weniger, weil uns da so ein wütender Roboter verfolgt. Aber Freude und Eierkuchen. Hm. Mario mag Eierkuchen. Und Erdbeben. Wir kriegen in dieser Schatztruhe, wie ich bereits erwähnte, was sehr Wichtiges. Oder Praktisches. Nämlich ein Kärtchen. Aber nicht irgendein Kärtchen. Okay, jetzt kriegen wir wieder ein Feld ausgemalt. Wir haben ein Kärtchen, mit dem wir die Tageszeit umstellen können. Wenn das mal nicht praktisch ist. Das heißt, wir müssen jetzt nicht mehr in ein Level und das Level beenden, beziehungsweise zur Map, zur Karte zurückkehren, sondern wir können einfach hier hochgehen, wenn ich es kann, und die Tageszeit verändern. Wirklich äußerst praktisch. Und wir schauen mal, wie viel... Wir haben noch nicht mal 50% des Spiels. Ich dachte, ich wäre so weit. Na, egal. Das war es mal wieder hier mit Wariland 3. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, denn mir hat es das. Und ja, ich hoffe, das war ein grammatikalisch richtiger Satz. Wie dem auch sei, bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.